Der Slogan Klau verschärft zwar den Dauerstreit zwischen SPÖ und FPÖ. Die Wähler werde das nicht sonderlich beeindrucken, glaubt der Werbeprofi. 14 Jahre sind innerhalb der Zeit in eine Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie weit jetzt noch mal genug gestritten plakatiert die SPÖ in Anspielung auf den Dauerkonflikt in der Großen Koalition. Dabei bietet auch das Plakat selbst mit dem Spitzenkandidaten Faymann Stopp für Diskussion. Jener Werber, der für die SPÖ den Wahlkampf 2006 betreut hat, sieht die aktuelle Kampagne sehr kritisch. Bei der SPÖ habe ich überhaupt keinen Wahlkampf betroffen. Ja, also genug gestritten war Trauerarbeit ausarbeiten, aber das größte Problem war eigentlich nicht. Das Plakat muss auch immer vermitteln, welche Ziele hat jetzt die Partei erwartet, der Kandidat und das fehlt. Also ein Zusatz muss zum Beispiel genug gestritten, die sich sozial handeln, wäre wahrscheinlich effektiver. Und auf Abwahl, dunkler Anzug, weiße Hemd, dunkler Krawatte, das sind Signale, die sage ich mal, dass ein Stadtmännisches transportieren. Ja. Doch nicht jedes Plakat mit rotem Grund ist ein SPÖ-Plakat. Die ÖVP Wien geht heute in die Gegenoffensive. Der Wissenschaftsminister plakatiert eigenhändig, was er von Faymann hält. Der Spitzenkandidat der Volkspartei Wilhelm Molterer wird bisher auf den Plakaten versteckt. Die Volkspartei rückt anders als 2006 vor allem soziale Themen in den Mittelpunkt. Vom Inhalt her finde ich das richtig, was jedenfalls nicht. Ich bin nicht von der Ankunft gebracht. Das sind jetzt mal, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sätze. Plakate, wenn ich die Kette einen Satz, also wenn ich nur 6 Bälle zuwerfe, kann man wahrscheinlich nicht alle fangen, wenn ich einen zuwerfe. Das schaut natürlich nach Oppositionswahlkampf aus, mit dem Slogan E3. Also die ÖVP positioniert sich da gegen die SPÖ in der Region und versucht da einfach sehr, sehr trashig und sehr, sehr offensiv und sehr aggressiv auch eine Linie zu fahren, die wir aus Themen setzt. Der Wahlkampf ist aber erst im Anlaufen. Eine zweite und dritte Plakatserie wird kommen. Der Fundus an Wahlkampfslogans, die schon einmal erfolgreich waren, ist groß. Das gibt der SPÖ genug Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen aus der Vergangenheit wiederzubeleben. Wahlkampf ist auch in den USA, aber